Beihilfe zu Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Die Aufdeckung von über 214.000 Briefkastenfirmen in Panama durch ein internationales Journalistennetzwerk hat weltweit für Aufsehen gesorgt. Der Süddeutschen Zeitung waren durch eine anonyme Quelle über 11 Millionen Dokumente aus der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca zugespielt worden. Unter den Kunden befänden sich Sportler und Prominente sowie fast 130 Politiker aus aller Welt. 12 aktuelle oder ehemalige Staatschefs sollen in den Listen stehen. SPD-Generalsekretärin Katharina Barley wählte in Berlin deutliche Worte. Das ist Schwerstkriminalität, die dem Allgemeinwesen aufs Härteste schadet. Steuerhinterziehung ist asozial und Betrug an der Gesellschaft. Grünen-Chef Cem Özdemir sagte, Schuld wäre der Unwillen der Regierung, etwas gegen Lücken im internationalen Rechtssystem zu tun. Die Panama Papers zeigen deutlich, es gibt hier ein System aus organisierter Kriminalität, zu denen auch findige Bankberater gehören, zu denen Anwälte gehören und Lücken im internationalen Rechtssystem. In der Sache selbst sind Fachleute eher mäßig beeindruckt. Die Enthüllungen seien nichts Neues, sagt etwa Thomas Eigenthaler, Chef der Steuerbeamtengewerkschaft, die STG. Was neu ist, ist allerdings das Ausmaß. Ich hätte nicht gedacht, dass an einem einzelnen Ort auf der Welt ein solches Unwesen vorhanden ist. Zu den Mandanten der Kanzlei sollen unter anderem der ukrainische Präsident Petro Poroschenko, enge Vertraute des russischen Präsidenten Wladimir Putin sowie der pakistanische Ministerpräsident Nawaz Sharif gehören. Namen von Deutschen wurden zunächst nicht bekannt. Wir haben es hier mit organisierter Kriminalität zu tun und Unrechtsregimen auf der ganzen Welt. Und da muss es eine klare Kampfansage geben durch Berlin und durch Brüssel. Es darf nicht verschleiert werden, wer am Ende hinter diesen Firmen steckt. Und wir müssen leider feststellen, dass es offenbar Orte auf der Welt gibt, wo exakt das mit großer Kunstfertigkeit und hohem Einsatz von Energie betrieben wird. Und dagegen wollen und werden wir angehen. Nur, jetzt muss man es auch noch mal einfach realistisch sehen, wir haben hier begrenzte Möglichkeiten. Ich kann ja nicht die Kavallerie schicken, ja. Die zeichnen ein Bild von Steuerhinterziehung und auch Geldwäsche in einem Ausmaß, das wir so noch nie gesehen haben in dieser Datenmenge. Und das muss man ganz klar beim Namen nennen. Das ist Schwerstkriminalität, die dem Allgemeinwesen aufs Härteste schadet. Steuerhinterziehung ist asozial und Betrug an der Gesellschaft. Im Zentrum der Recherche steht eine panamaische Anwaltskanzlei, die fast keiner kennt, Mossack Fonseca. Mossack Fonseca hat die Daten und Geheimnisse der mächtigsten und gefährlichsten Menschen der Welt gehütet, bis unsere Quelle uns diese Daten zugespielt hat. Das war vor rund einem Jahr. Ich habe die Quelle nie gesehen. Wir haben einen verschlüsselten Chat, in dem wir uns austauschen. Ich frage ihn auch ganz direkt, warum er das macht. Und er sagt, weil er findet, dass das aufhören sollte, was die machen. Und weil er findet, dass das einfach miese Geschäfte sind, die er stoppen will. Well, you're looking at secrets. It's always about secrets and letting people in on a secret. And there seems to be a lot of secrets in there. Wir haben gleichzeitig auch das ICRJ schon reingeholt. Wir haben auch schon Gespräche gehabt mit dem Guardian, mit BBC, mit Le Monde. Die werden alle dabei sein. Some of the names look pretty interesting. They're big international names. I would say, first observation, it's a lot more promising than even some of the more other projects we've done that have turned out to be very, very big. Durch diese große Kooperation mit dem ICRJ und den vielen, vielen Kollegen wird das wahrscheinlich bis Jahresende dauern, mindestens. Und man sitzt schon so ein bisschen auf Kohlen, weil man, also wir haben ja irgendwie selten so
so guten Stoff hier rumliegen, den wir dann einfach monatelang nicht mehr richtig anfassen. So we'll go back to our data team and we'll build a brand new database, starting, you know, using all the information. We'll start from scratch. We'll make sure it's very easy searchable, and then we'll start doing research from there. Es wird ein Treffen geben in Washington. Da werden sich alle jetzigen Mitglieder des Kernteams treffen. Wir werden darüber sprechen, wie wir weitermachen, wer in welche Richtung recherchiert, was wir alles brauchen. Es wird wahrscheinlich erste Teams geben, die sich mit Ländern befassen, mit Russland beispielsweise, mit Island, so viel steht schon fest. So versuchen wir das Ganze ein bisschen einzuengen und zu überlegen, was wird der Fokus sein dieser Recherche. Und dann fahren alle heim und machen sich an die Arbeit. Bis jetzt ist es ja so, dass wir erst wenige Wochen hatten, wo wir wirklich in dem Material graben konnten und auch da nur in einem Bruchteil überhaupt aller Daten, zum Teil, weil wir noch gar nicht alle Daten haben. Und selbst die Daten, die wir haben, sind noch nicht zum Beispiel Volltext erfasst, dass man auch in Bildern suchen kann, nach Namen suchen kann. Wir haben 1,5 Terabyte, die wir jetzt als Rohmasse da haben. Und es fehlen wahrscheinlich noch so 700 Gigabyte, die man dann quasi zu einem großen Berg von ein bisschen was über 2 Terabyte irgendwie zusammenbauen wird. Jeden Tag, wenn ich in der Früh in die Arbeit komme, weiß ich eigentlich schon, ich setze mich hin an die Datensuche. Und man kann eigentlich darauf wetten, dass man jeden Tag einen Treffer hat. Wir haben Ordner für 240.000 Firmen. Und jede Firma hat einen Ordner. Und in diesem Ordner finden sich dann Mails und PDFs und Bilder, Passkopien und Urkunden. Und man muss eigentlich jeden einzelnen Ordner anschauen. Nur ist das nicht menschenmöglich, weil man das sehr lange braucht. Es gibt Ordner, die haben wiederum 3000 Elemente da drinnen. Das heißt, dafür braucht man eine Woche. Man hat aber 240.000 Firmen. Das heißt, wir müssen es irgendwie anders machen. Also wenn wir nach gezielten Personen suchen, zum Beispiel nach Prominenten, also Politikern, Wirtschaftsbossen etc., dann ist natürlich der erste Schritt, dass wir die Personen, den Namen dieser Person suchen. Im Fall Wladimir Putin suchen wir Wladimir Putin. Wenn man da keinen Treffer hat, muss das noch lange nichts heißen. Dann ist so der zweite Schritt, dass wir so quasi nach seinem Zirkel suchen, dass wir mit Experten sprechen, mit NGOs, auch zum Teil mit Ermittlern und einfach suchen, wer sind denn bekannte Mittelsmänner dieser Person? Also wer ist ein bekannter Mittelsmann für Putin oder für Assad oder wer war es für Gaddafi? Und dass wir dann quasi so in der zweiten Reihe suchen. Und oft hat man da dann schon einen Treffer. Manchmal muss man sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass man dann wieder von denen Familienangehörige sucht. Weil oft jemand, der schon bekannt ist oder der womöglich schon auch auf irgendwelchen Sanktionslisten steht, dass der dann nicht selber aufscheint in den Daten, sondern wieder dessen Ehefrau, dessen Sohn, der Schwiegersohn. Und so kann man sich langsam, kann man sowieso so ein Netzwerk um eine Person manchmal entblößen. Wir suchen nach Themen, wir suchen nach Menschen, die uns interessieren, die quasi ein Thema wären, weil sie in der Öffentlichkeit stehen, weil sie Ämter haben, weil sie wichtige Manager sind und machen da Listen. Und sobald wir das Material wirklich ganz durchsuchen können, werden wir diese Listen eingeben. Der Fall Putin ist eigentlich ein Fall Musiker. Es gibt einen sehr bekannten Cellisten, da gibt immer mal wieder Konzerte, Privatkonzerte für Putin und seine Freunde. Ich sag mal, in der Biografie wurde er befragt, da erzählt er, er ist ein guter Freund, ist aber eigentlich kein Geschäftsmann, er ist ganz normaler, bescheidener Musiker. Jetzt betaucht dieser normale, bescheidene Musiker, der angeblich keine großen Geschäfte macht und auch nicht in die Geschäfte von Putin verwickelt sein soll, taucht aber jetzt plötzlich im Zusammenhang mit Transaktionen so im dreistelligen Millionenbereich auf. Und dann ist es für uns schon die Frage, wie kommt ein Musiker zu so einer großen Summe von Geld? Gibt es womöglich doch Verbindungen zu Putin und gibt es auch womöglich Verbindungen zu anderen Freunden Putins? Und da gehen wir jetzt mehreren Spuren einfach nach. Was noch eine große Rolle spielt, sind Verträge. Ganz viele Firmen wurden ja aufgesetzt von ihren wahren Eigentümern, weil sie Aktien erwerben sollen. Diese Firmen machen dann also Geschäfte, sie kaufen Aktien, sie kaufen Villen. Und dafür braucht man aber Verträge. In diesen Verträgen steht dann drinnen die Firma Soccer United, was auch immer, will dies oder jenes verkaufen oder kaufen und dann muss jemand unterschreiben. Und es muss aber natürlich der eigentliche Direktor unterschreiben. Und der eigentliche Direktor ist jemand, der in Panama sitzt und keine Ahnung hat, was die Firma macht. Dem wird dann der Vertrag geschickt, der macht dann sein Kreuz dahin, unterschreibt und es wird wieder zurückgeschickt. Und durch diesen Vorgang sehen wir diese Verträge, weil die Dokumente ja in Word-Form oder als PDF nach Panama gemeldet werden und von dort wieder zurückgemeldet werden. Und das ist für uns viel wert, weil wir so in vielen Fällen nachvollziehen können, wofür war denn die Firma eigentlich da.
Jetzt steht ein neues Treffen vor der Tür, nämlich wir treffen uns diesmal in München alle, insgesamt mehr als 100 Journalisten aus der ganzen Welt. Und bei dem Treffen werden wir jetzt uns einfach nochmal im Detail unseren Rechercheständen widmen. Wir haben ja zu bestimmten Themen, zu Russland, Island, dem Bereich FIFA, schon Recherchegruppen gebildet. Und hier werden wir uns auf den aktuellen Stand bringen. Es ist einfach ein Riesenunterschied, wenn man sich persönlich trifft, persönlich mal sich auf Dokumente zeigen kann, sich einfach mal so ein bisschen auch so Einschätzungen teilt, dass wenn man die ganze Zeit was über verschlüsselte Wege, über verschlüsselte Foren, verschlüsselte Chats oder verschlüsselte E-Mails macht. Und deswegen glaube ich, ist dieses Treffen sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig ist das Treffen auch wichtig, weil es uns, glaube ich, alle nochmal so zeigt, hey, wir sind ein großes Team, wir haben eine wahnsinnig große Verantwortung, wir dürfen uns keinen Fehler erlauben. Gerade sind wir vor allem eins, nämlich aufgeregt. Jetzt sind es nur noch ein paar Wochen, bis wir die Personen, über die wir schreiben, anschreiben, sie mit unseren Vorwürfen konfrontieren und dann ist es nicht mehr lang, bis wir veröffentlichen. Und jetzt schon langsam deutet sich immer mehr so dieses gigantische Ausmaß an. Es sind mittlerweile mehr als 350 Journalisten, die an dem Projekt arbeiten und es kommen wirklich jede Woche immer noch tolle neue Funde dazu. Jetzt haben wir einfach einen ganz strikten Plan. Wir fangen jetzt an, erste Texte fertig zu machen. Wir machen die ersten Vorhalte fertig. Wir haben ganz genau schon geplant, welche Geschichten machen wir an Tag 1, welche Geschichten machen wir an Tag 2, wie geht es dann weiter, 14 Tage lang. Es gibt einfach unzählige Geschichten, die eine Dimension mittlerweile erreichen, wo man allein über diese Geschichte eine Woche fast schon berichten könnte. Und gleichzeitig wird uns auch so das Ausmaß immer bewusster, wer alles in diesen Daten steckt. Also Diktatoren, japanische Mafia, die Yakuza, sizilianische Mafia, russische Mafia, Waffendealer, Drogendealer, Pädophile. Und so ein bisschen so ein unbehagliches Gefühl kommt da schon auf, wenn man denkt, die werden alle auf einmal bloßgestellt und zwar durch einen Leak, was ihren, seinen Ursprung hier bei der Süddeutschen Zeitung hat. Was wir jetzt noch machen, Nachdenkseiten. Ist, dass wir die Daten, die kritische Website stehen, mit dem echten Leben abgleichen. Das heißt, wenn der Isländer. Die Massenmedien beschützen die westlichen Eliten vor den Panama Papers. Verantwortlich Jens Berger. Nachzuvollziehen, was macht die Firma eigentlich? Wer sich heute einmal die Startseiten der großen Nachrichtenportale anschaut, kommt nicht um den Eindruck herum, der russische Präsident Wladimir Putin sei die Schlüsselfigur in den jüngst aufgedeckten Enthüllungen um internationale Steuerstraftaten. Diese Panama Papers, die offensichtlich den digitalisierten Datenbestand der einschlägig bekannten Kanzlei Mossack Fonseca umfassen, könnten in der Tat eine Steilvorlage für den investigativen Journalismus sein. Leider versemmeln die großen westlichen Medienkonzerne, die an der Aufarbeitung der Panama Papers beteiligt sind, diese Steilvorlage jedoch erbärmlich. Dazu hatte bereits gestern Abend der ehemalige britische Botschafter Craig Murray einen sehr empfehlenswerten Artikel geschrieben, den ich gerne für unsere Leser ins Deutsche übersetze. Am Ende des Textes finden Sie auch noch eine Ergänzung von mir. Gegenseitig nochmal redigieren und um dem Ganzen einfach den letzten Schliff. Wer auch immer die Daten von Mossack Fonseca weitergegeben hat, war sicher vor allem vom ernsthaften Wunsch getrieben, ein System aufzudecken, das es den Superreichen erlaubt, ihre massiven Reichtümer beiseite zu schaffen, die oft im Zusammenhang mit Korruption und Steuerhinterziehung stehen. Diese Anwälte aus Panama verstecken das Vermögen eines gehörigen Teils des oberen Prozents unserer Gesellschaft und eine Veröffentlichung dieser Dokumente sollte da eine wunderbare Sache sein. Leider hat der Whistleblower, dem wir die Dokumente zu verdanken haben, jedoch den schrecklichen Fehler gemacht, sich an die westlichen Massenmedien zu wenden, um die Daten zu publizieren. So kommt es, dass die erste große Story, die heute im Guardian im Zusammenhang mit den Panama Papers publiziert wurde, sich ausschließlich um Wladimir Putin und seinen betrügerischen Cellospieler dreht. Die Story wird schon korrekt sein und ich habe keinen Zweifel daran, dass Putin Dreck am Stecken hat. Aber warum konzentriert man sich derart auf Russland? Die russischen Vermögen sind doch nur ein kleiner Teil des Geldes, das mit Hilfe von Mossack Fonseca versteckt wird. In der Tat sieht es eher danach aus, dass die äußerst selektive Berichterstattung selbst stinkt. Die Süddeutsche Zeitung, der die Daten zugespielt wurden, veröffentlichte eine detaillierte Erklärung, mit welcher Methodik die Massenmedien die Daten durchsucht haben.
Die wichtigste Suche, die am Datensatz vorgenommen wurde, war die Suche nach Namen, die im Zusammenhang mit der Verletzung von UN-Sanktionen stehen. Dies berichtet auch der Guardian und listet die betreffenden Staaten dankenswerterweise auch gleich mit auf. Simbabwe, Nordkorea, Russland und Syrien. Eine derartige Filterung der Mossack-Fonseca-Daten durch die Massenmedien folgt natürlich einer klaren westlichen Agenda. Von einer Nutzung der Kanzlei Mossack-Fonseca durch die westlichen Massenmedien selbst oder westlichen Milliardären ist natürlich keine Rede. Und dies sind die Hauptkunden von Mossack-Fonseca. Der Guardian versichert auch schnell, dass, Zitat, sehr viel des geleakten Materials privat bleibt, Zitat Ende. Was haben Sie denn auch erwartet? Die Auswertung und Veröffentlichung der Daten wird vom Internationalen Konsortium investigativer Journalisten vorgenommen, einer Gruppe, deren Namen bereits pompös und lächerlich klingt. Der ICIJ wird finanziert und betrieben vom amerikanischen Center of Public Integrity. Unter den Unterstützern und Finanziers dieses Instituts findet man Namen wie Ford Foundation, Carnegie Endowment, Rockefeller Family Fund, W.K. Kellogg Foundation, Open Society Foundation, Soros. Da rechnen Sie mal lieber nicht mit einer schonungslosen Offenlegung des westlichen Kapitalismus. Die dreckigen Geheimnisse der westlichen Unternehmen werden auch weiterhin verschlossen bleiben. Erwarten Sie lieber Schüsse in Richtung Russland, Iran und Syrien und einige kleinere Alibi-Schüsse auf kleinere westliche Länder wie Island. Wahrscheinlich opfert man noch einen oder zwei greise britische Adlige, vorzugsweise welche, die bereits dement sind. Die Massenmedien in Großbritannien, der Guardian und die BBC haben exklusiven Zugang zu den Datensätzen, die weder Sie noch ich sehen dürfen. Sie schützen sogar sich selbst davor, sensible Daten über westliche Konzerne zu erblicken, indem sie ausschließlich Datensätze untersuchen, die durch spezifische Suchfilter ausgewählt werden, wie die Verletzung von UN-Sanktionen. Vergessen Sie an dieser Stelle auch nicht, dass es der Guardian war, der damals auf Befehl des britischen Geheimdienstes hin die Kopien von Edward Snowdens Daten zerstört hat. Was wäre wohl passiert, wenn man die Mossack-Fonseca-Daten nach den Namen der Besitzer der westlichen Medienkonzerne, ihrer Unternehmen und allen Redakteuren und leitenden Journalisten durchsucht hätte? Was wäre, wenn man die Daten nach allen leitenden Personen innerhalb der BBC durchsucht hätte? Und was wäre passiert, wenn man die Mossack-Fonseca-Daten nach allen Spendern des Center of Public Integrity und deren Unternehmen durchsucht hätte? Was wäre passiert, wenn man die Daten nach jedem Unternehmen durchsucht hätte, das an den Börsen des Westens gelistet ist, und nach jedem westlichen Millionär? Das wäre doch mal sehr interessant. Mir ist schon klar, dass China und Russland korrupt sind. Das muss man mir nicht noch einmal erzählen. Warum schaut ihr nicht auf die Sachen, die hier bei uns im Westen im Argen liegen und die wir aufdecken? Nachdenkseiten. Die kritische Website. Die Massenmedien beschützen die westlichen Eliten vor den Panama Papers. Verantwortlich Jens Berger. Wer sich heute einmal die Startseiten der großen Nachrichtenportale anschaut, kommt nicht um den Eindruck herum, der russische Präsident Wladimir Putin sei die Schlüsselfigur in den jüngst aufgedeckten Enthüllungen um internationale Steuerstraftaten. Diese Panama Papers, die offensichtlich den digitalisierten Datenbestand der